Jetzt zur Quelle von Ora. Da ist die Bimba und wartet schon fleißig. Das war Kind. Gedanklich bin ich unterwegs. Ja, Jack hat gesagt, dass man einfach nach Ora kommt. So, wir sind jetzt angekommen, wo wir hingehören. Da ist die liebe Kenzie. Ich hoffe, man sieht dich, ja. Und wir laufen jetzt zur Quelle von Ora. Das habt ihr euch alle gewünscht und deswegen werden wir uns jetzt mal dahin bewegen. Bin schon gespannt. Von Ora. Mhm. Und gleich zeigen wir euch das noch näher, aber so ein bisschen um zu erklären. Da hinten ist der Wasserfall, die Klippe, wo sie Samantha, Double Samantha runtergesprungen ist und wo wir mit den Pferden reingeritten sind und wo wir unser, ich glaube, 2 Wochen lang war unser Filmset hier. Und das Wasser, es ist wunderschön, aber das Wasser ist so kalt. Es ist sehr kalt. Das heißt eigentlich ein Badeort nur im Sommer. Im Winter ist es sehr schön, um hier die Aussicht zu genießen oder einfach um so zu sein, aber im Sommer ist es, kannst du baden. Okay, cool.
Da kann man schon ganz schön abstürzen. Ja, kann man schon. Das ist voll krass, auch hier so, ne? Man kann ja einfach... Deswegen waren da auch so viele Sicherheitsleute, als sie runtergesprungen sind. Ja, von wo ist sie gesprungen? Wo ist ja, die kann ja nicht so... Da? Aber schon krass. Aber wir können nicht reden, weil man uns laut reden. Okay. Wir sind hier an der Quelle von Ora. Ganz oben drauf. Ganz oben. Ja. Also warm genug ist es auf jeden Fall, aber ich glaube, dass das Wasser nicht so warm ist. Ich glaube, die Kenzie hat das schon mal ausprobiert. Kopfsprung. Vom Pferd. Mit verrückt. Von welchem Pferd bist du gesprungen? Von Lucky. Ja, ne? Ihr Süßen. Wir haben heute ihren Glückstag. Fahren zur Quelle von Ora und treffen Kenzie. Das kann auch nicht jeder.